Dieses wabbelige Etwas befindet sich unter deiner Schädeldecke. Ein faltiger Wackelpudding, bestehend aus Milliarden von Nervenzellen, die pausenlos auf Sendung sind und auf Empfang. Da drin soll unser Bewusstsein, unser Ich, zu Hause sein? Aber wo genau? Wo stecken unsere Wahrnehmungen und Gefühle? Und wo unsere Seele? Könnte es vielleicht sein, dass unser Geist im Grunde nichts anderes ist als unser Gehirn? Ist letztlich alles nur Materie? Also auch wir selber nichts als Materie? Wer das glaubt, kennt Mary nicht. Sie ist die führende Expertin, wenn es um die Wahrnehmung von Farben geht. Sie weiß alles über Wellenlängen, über die Retina vom Auge und über die Verarbeitung von visuellen Reizen im Gehirn. Sie kennt alle wissenschaftlichen Fakten und weiß haargenau, was vor sich geht, wenn wir Farben sehen. Der Haken an der Sache ist, Mary hat selbst noch nie einen farbigen Gegenstand gesehen. Weder eine rote Tomate noch den blauen Himmel. Sie befindet sich nämlich seit ihrer Geburt in einem Raum, in dem es keine Farben gibt. Ihre Kleider sind schwarz-weiß, ihre Haare schwarz. Sie kennt nur schwarz, weiß und grau. Alles, was sie über die Welt und die Farbwahrnehmung weiß, hat sie in Büchern gelesen. Doch eines Tages öffnet sich, wie von Zauberhand, die Tür nach draußen. Mary traut ihren Augen kaum. Auf einmal sieht sie das, was sie jahrelang erforscht hat. Farben. Bisher wusste sie zwar sehr genau, was in ihrem Gehirn passieren wird, wenn sie jemals Farben sehen würde. Nun aber erlebt sie, wie das ist. Und wie es sich anfühlt. Für Mary ist klar, sie hat draußen etwas Neues über Farben gelernt. Ihr Wissen über die Farbwahrnehmung war unvollständig. Für sie ist damit auch klar, es gibt Tatsachen, die selbst eine perfekte physikalische Theorie nicht beschreiben kann. Ist unsere Art, die Welt zu erleben, also etwas anderes als die biochemischen Vorgänge im Gehirn? Ist unser Geist mehr als unser Gehirn?